Und willkommen zurück, hier ist euer Blutvogt und wir spielen wieder Total War Rom 2. Und ich muss mich jetzt auch erstmal wieder ein bisschen einfinden in dem Spiel. Ich habe jetzt vor circa einer Woche das letzte Mal aufgenommen und wir schauen mal auf die Diplomatiekarte und sehen, okay, unser Reich ist noch nicht deutlich gewachsen. Wir haben Sardinien, Korsika aber noch nicht. Da die Karthager noch unterwegs sind. Ah, stimmt, genau. Im Endeffekt hatten wir Krieg hier oben geführt, haben diese Provinzen uns zu eigen genommen. Das heißt auch, wir haben ein Edikt. Wir kriegen hier mehr Steuern. Und wir haben einen Zuwachs von, ja, Zufriedenheit. Das finde ich schon mal sehr schön. Ich war letzte Woche, ich sag jetzt mal letzte Woche, leider beruflich so eingebunden, dass ich nicht spielen konnte. Und dieses Wochenende, was jetzt vorbeiging, naja, da war ich auch ein bisschen kränklich. Und daher habe ich nicht aufgenommen und konnte aber eine andere Nation spielen. Ich habe als Ägypten gespielt und habe auch noch ein bisschen was gelernt. Zumal ich jetzt gerade. Ach nee, okay, das ist hier oben, ich wollte schon sagen. Und ja, ich habe teilweise mitbekommen, dass ich hier doch unter anderem ein bisschen falsch gehandwerkt habe, weil ein paar Entscheidungen doch verquer genommen habe. Und wir schauen auch mal, dass wir hier was bauen. Wobei ich ja sagen kann, wir haben ja schon mal relativ viel Zufriedenheit. Wir kriegen auch mehr dazu. Das heißt, wir können uns irgendwann mal noch einen mehr oder minder Bonus abschöpfen, denn die Zufriedenheit, wenn die auf 100 ist, ist natürlich super in Ordnung. Auch kriegen wir einen Boni, wenn wir mehr Nahrungsmittel haben. Da möchten wir natürlich auch darauf hinarbeiten, denn zusätzlich den Boni mit abschöpfen hilft uns natürlich. Was ich hier nämlich gar nicht habe oder wenig habe, ist Nahrungsmittel. Daher gut, den Hafen, den kann ich so oder so nicht irgendwie versetzen. Da werde ich schauen, dass ich Neapolis, neben Rom meine wichtigste Stadt hier, hier mal noch mit einem Nahrungsmittelgebäude ausbaue. Wenn das geht. Ah, geht ja. Kontostandmäßig sind wir immer noch ganz gut dabei, würde ich behaupten. Und wir haben eine Technologie. Wir sehen auch hier jetzt eine 3. Das soll bedeuten, noch 3 Runden, bis wir die Technologie erforscht haben. Ich benutze die Beta-Patches, die man bei Steam mit aktivieren kann. Und was haben wir denn hier eigentlich? Gut, wir sind mit diesen nicht im Krieg. Wie sieht es überhaupt kriegerisch gerade aus? Ich glaube, wir sind momentan ja mit keiner Fraktion im Clinch. Wir sind aber auch wirklich nicht sehr, ja, beliebt. Ich möchte jetzt mal schauen. Seid gegrüßt, mein Freund. Wir besprechen alles, was ihr wünscht. Okay, wir haben mit diesen Fraktionen schon Handel. Dann, ja, ist nicht viel, aber so wenigstens ein bisschen was. Ich möchte auch nicht unbedingt jetzt Syrakus den Krieg erklären. Ist zwar auch nur eine Provinz, aber ja, da ich so schon wenig Freunde habe, muss das nicht sein. Zumal ich am liebsten Karthago diese Insel noch abschöpfen möchte. Wobei ich natürlich. Ja, stimmt, da würde ich nochmal einen Bonus kriegen, da die zwei Provinzen ja eine Region ergeben. Und wir eine Provinz hier ja auch schon besitzen. Wir sind ja auf Fischfang gegangen, was natürlich öffentliche Ordnung drückt. Wir haben ja auch noch minus 3. Und wen haben wir hier? Wie kann ich euch dienlich sein? Es sollte ein Würdenträger sein. Jetzt bin ich aber. Was kann ich jetzt hiermit aktivieren? Berät lokale Offiziere und erhöht somit den Steuersatz und hilft dabei, lokale Siedlungen vor autoritären Agentenaktionen zu schützen. Ist ja ganz toll, bringt mir aber recht wenig. Was ist hier? Minus 3 Autorität und. Okay, er verbreitet die Kultur, was im Endeffekt ja schon sehr hilfreich ist, denn unsere Kultur ist hier, ja gut, sie wird aufgebaut, aber noch sehr weit differenziert. Wir haben unsere Truppe auch hier stehen, wobei sie gerade Ich am erwarte Hafen eure liegt. Befehle. Deswegen setze ich diese lieber in die Stadt. Ich weiß auch leider nicht mehr, wo die jetzt hin auf dem Weg war. Aber somit ist die Unzufriedenheit zumindest schon mal gestoppt und man sollte hoffen. Gut, wir bauen ja auch hier schon wieder einen Tempel, der dann noch mehr Zufriedenheit pusht, dass wir hier langsam mit der Zufriedenheit auch wieder hochkommen.
Wir hatten noch eine zweite Armee, und zwar hier drüben, genau. Und unser Ziel, oder mein Ziel war es im Endeffekt, Karthago den Krieg zu erklären. Kann ich aber nicht machen, solange meine Truppen hier oben sind. Ich möchte mal schauen, wie es im Staatssäckel ausschaut. Es tut mir jetzt leid, dass ich jetzt so viel hier schauen muss und rumgucken muss. Im Endeffekt hätte ich das auch vor der Aufnahme machen können. Jetzt ist zu spät. Wir haben ein Steuereinkommen von 2090. Wir haben aber auch einen sehr hohen Armeeunterhalt. Andere. Das ist auch immer die Frage, wo das Geld herkommt. Ob das eventuell auch mit dem Schwierigkeitsgrad zusammenhängt, durchaus möglich. Ja, wir haben immer noch ein Plus von 2200. Das ist okay. Optimierung wäre mir trotzdem recht. Ist natürlich die Frage, wie wir es weiter optimieren. Die Häfen möchte ich bis jetzt noch nicht aufbauen, weil ich noch nicht wirklich auf Häfen gehen möchte. Auch hier ist die Frage, ob ich die Vasenherstellung Euphoren, ich glaube Euphoren, whatever, wenn ich die ausbaue, noch mehr Nahrung verliere. Das möchte ich erstmal nicht, weil die Städte auch wachsen sollen. Wir haben hier in dieser Provinz auch die zwei Militärgebäude. Heißt natürlich, ich werde hier ordentlich das Militär aufbauen in diesen Provinzen. Ja, und die zwei, also Neapolis und Velatri, wird dann versuchen. Hier werde ich dann nochmal ein Gebäude basteln, was mehr Zufriedenheit produziert, um dann auch andere Gebäude noch bauen zu können. Wie sieht es hier mit der Bevölkerung aus in der Provinz hier unten? 5. Hier müssten wir auch definitiv etwas machen. Was haben wir eigentlich hier? Ein Tempel. Ist der Tempel gut für mich? Das ist die Frage. Ich weiß auch gar nicht. Dieser war doch, glaube ich, auch schon, oder? Das ist der Tempel des Vulkanus. Bringt mir Wohlstand durch Kultur. Öffentliche Ordnung plus 2. Es bringt halt relativ wenig öffentliche Ordnung. Und so gut, minus 4 Nahrung, das ist noch vertretbar. Und Wohlstand durch die Kultur. Und Industriegebäude. 20%. Sollte ich davon ausgehen, dann... Ist das hier ein Industriegebäude? Ist ja im Endeffekt ein Händler. Das ist der Viehhändler. Zählt das jetzt als Industriegebäude? Ich glaube nämlich nicht. Öffentliches Forum. Müsste ich schauen. Im Endeffekt könnte ich hier noch was bauen. Das Problem ist nur gerade, hier erwirtschafte ich sehr wenig öffentliche Ordnung. Zumindest nicht so viel, wie ich das mal falsch haben könnte. Aber ich müsste halt auch schauen, dass ich... Ich brauche trotzdem erstmal Zufriedenheit. Sehr viel Zufriedenheit. Ja, man kann ja so oder so nicht überall alles bauen. Ach halt, jetzt habe ich zweimal... Ja gut, das macht ja jetzt im Endeffekt nichts. Und das dritte Gebäude wird dann eventuell nochmal ein Nahrungsgebäude. Und da ich ja hier mit ihm hier unten noch cool bleiben möchte und hier oben noch nicht den Krieg erklären kann, ja, muss ich erstmal mit diesen zwei Provinzen auskommen. Ob sich das jetzt hier alles lohnt, was ich hier bastel, will ich hoffen. Und jetzt muss ich hier schauen. Ach, und noch etwas, was mir gerade einfällt. Apropos mit den Syrakus da unten. Ja, wir sind auch cool. Wir hatten in der letzten Runde, glaube ich, auch eine Durchmarscherlaubnis von Truppen bekommen. Das haben sie uns in der letzten Runde wieder genommen. Es war nur gerade so blöd beim Aufnahmestopp und dann kam das nämlich noch. Das ist das, woran ich mich noch erinnere. Okay, ich mache jetzt mal eine Runde weiter, dass wir hier nicht ewig an dieser einen Runde festsitzen. Und ja, jetzt gibt es wieder einen Nicht-Angriffspakt. Schlage ich jetzt aber mal aus, weil ich es fast schon eine Frechheit finde, dass er mir dann jedes Mal noch Geld abknöpfen möchte, auch wenn es nicht viel ist. Ich lehne das jetzt einfach mal ab, denn ja, ich habe von ihm ja wahrscheinlich auch nicht viel zu befürchten, daher sage ich einfach mal nö. So, eine unermüdliche Dame hat einen großen Erfahrungsschatz und feilt weiter an ihren Fertigkeiten. Das ist sehr gut. Das heißt nämlich, die Dame, die hier in der Armee steckt, sozusagen unser Spion, möchten wir natürlich mal schauen, inwieweit... Oh ja, wir haben hier schon relativ viele Fähigkeiten und ich habe jetzt auch mitbekommen, man kann diese ausbauen, was teilweise mehr bringt, wie immer wieder eine neue reinzusetzen. Zumal bei vielen denkt man sich dann, was mache ich da überhaupt noch rein? Und ich bin jetzt natürlich gerade Attentate, ist sehr geil, Verräter anwerben und.
Und womit wir das hier noch verbessern sollten. Oh ja, und wir bringen noch mehr öffentliche Ordnung mit herein. Das ist erstmal das, was ich sehr gerne möchte, denn ich möchte nicht ewig in dieser Stadt festsitzen. Daher mache ich das jetzt auch mal. Und wir kriegen sogar jetzt plus 3 in der nächsten Runde. Das Kulturgebäude ist auch leider immer noch nicht fertig. Aber wir arbeiten dran. Was haben wir noch? Bau abgeschlossen. Eine Villa. Und zwar Neapolis. Villa, Villa, Villa. War das das hier? Das kann durchaus sein. Und wir können für 1100, wir haben noch ein bisschen was in der Schatzkammer, plus 6 Nahrung und gut, den Wohlstand durch die Landwirtschaft kann man hier fast sein lassen. Aber es bringt nochmal mehr Nahrungsmittel. Wir sollten dann auch in 2 Runden über 20 haben. Und sieht jetzt schon, wenn ich rechts drauf gehe, plus 5 Wachstum pro Runde, alle Provinzen. Und 90% Einheitenverstärkung, alle Regionen. Das ist schon ziemlich nice. Und wenn ich dann mehr Überschuss habe, kann ich auch schauen, dass ich zum Beispiel Wirtschaftsgebäude ausbaue, weil diese mich ja dann wieder Nahrungsmittel kosten. Auf Stufe 3 komme ich noch nicht, weil ich von der Technologie noch nicht so weit bin. Und so weit kann ich ja noch nichts ausbauen. Und die Stadt ist noch nicht so weit. Aber wie gesagt, mit dieser Technik, da wir versuchen, den Nahrungsmittelüberschuss zu bekommen, könnten wir es schaffen. Jo, wir schaffen das. Ah, was für ein Zitat. Okay, im Endeffekt hier nochmal schön die Zufriedenheit pushen. Denn wir müssten ja auch einen Bonus bekommen, wenn wir genügend Zufriedenheit haben. Ist das so? Ist das nicht so? Das ist jetzt die Frage, die sich mir stellt. Aber ich würde ja behaupten, ja. Denn eine zufriedene Bevölkerung ist doch produktiver, hoffe ich zumindest. Ja, Eigenschaft erhalten. Gebildet. Das ist ja ein Ding. Wer denn? Er hier? Mein Verstand und meine Worte stehen in eurem Dienst. Gebildet, ja. 5 kulturelle Einflüsse, das ist natürlich richtig geil. Da scheiße ich auch auf die Autorität. Die Frage ist auch, hat er einen Bonus, wenn er nicht in der Stadt steht? Das ist unmöglich. Reicht das, wenn der in der Region sich befindet? Das weiß ich. Es sind viele Sachen, die ich hier noch... Also Charaktere plus 11. Sollte eigentlich soweit sein, denn 11 ist schon eine ganze Menge. Steuern minus 16%. Euer Steuern verändert euren Einkommen. Es hängt von eurer Reichweiten-Steuerstufe, Technologie, eurem eigenen oder feindlichen Charakteren in der Provinz sowie Gebäude ab. Das ist klar. Aber es steht nicht da, warum ich so wenig habe. Ist klar, es kann ein Charakter sein, der das abzieht. Oder. Oder natürlich auch die Reichweite. Ja, gut. Und es sieht gar nicht so gut aus. Aber es ist noch stabil. Und ja, wir dümpeln so langsam nach oben. Das Problem ist aber, wenn ich das Militär jetzt wegziehe. Ne, geht überhaupt nicht. Wobei ich es natürlich auch ausnutzen könnte und warten könnte, bis ein Aufstand kommt und diesen niederschlage. Aber ich bleibe jetzt erstmal dabei. Haben die Armeen irgendeine Fähigkeit? Nee, gar nicht. Okay. Nicht gut, nicht gut. Wahrscheinlich, weil sie in der Stadt stehen. Auch die Armee, die ist zurzeit noch sehr unproduktiv, da sie leider... Jetzt könnte ich aber mal schauen. Kann ich Ponys basteln? Ich würde nämlich gerne noch Pferde in meiner Armee haben. Okay. Und wir machen eine Runde weiter. Ja, und ein Rundenwechsel ohne irgendwelche diplomatischen Anbandlungen. Und wir haben den Tempel des Merkur und den geweihten Boden errichtet. Der Tempel ist hier oben fertig geworden. Das ist sehr geil, auch schon auf Stufe 3. Das heißt, der pusht ja doch ordentlich. Ja gut, 4 öffentliche Ordnung geht eigentlich. Und ja gut, der Tempel bringt mir jetzt eigentlich auf Handelsgebäude einen Boni. Habe ich Handelsgebäude? Nein. Im Endeffekt war das mehr oder minder sinnlos. Ja gut, ich hatte es aber halt jetzt schon gebaut. Daher, ich muss beim nächsten Mal wirklich besser schauen. Man muss wirklich die Enzyklopädie öfters oder mehr zu Rate ziehen. Ist ein bisschen schade eigentlich. Aber okay. Das Volk aus unserer Provinz ist glücklich und mit seinen aktuellen Lebensumständen sehr zufrieden. Das gefällt mir. Daher, wie zufrieden, 51. Ja komm, dann geht's da hier oben ja fast besser. Schon 92 von 11. Das ist noch viel geiler. Aber komme ich mit klar. Baue ich jetzt erstmal nicht weiter aus, weil ich die Nahrungsmittel benötige.
aber wir können hier natürlich... Jetzt können wir im Endeffekt mal schauen. Normalerweise dieser Hain bringt sehr viel Zufriedenheit. Öffentliche Ordnung plus 8 und minus 4 Nahrung. Das ist fast Standard. Hier, da bringt mir nur 4. 4, aber dafür halt Forschungsrate, was ja auch sehr wichtig sein kann. Gut, den kennen wir ja auch schon, aber nur 2 öffentliche Ordnung, 2 öffentliche Ordnung, 4 öffentliche Ordnung und 2. Also wenn man zumindest in einer Provinz diesen Hain ausbaut, sollte das, was die öffentliche Ordnung angeht, ja eigentlich mehr oder minder reichen. Da kann man mal noch in einer anderen Provinz schauen, ob man einen kleineren baut, der einen Boni zum Beispiel wie hier dann auf die Wirtschaft bringt, auch wenn wir noch keine Wirtschaftsgebäude haben. Ja, wie gesagt, es ist halt alles noch so ein bisschen herumprobiere und. Noch weitere Befehle? Jo, ich möchte Kavallerie. Die ist scheint vom Werten her Nahkampf. Das ist jetzt mehr so die hervorragende Reiter in jedem mutigen Kommandanten eine wertvolle Streitmacht. Der römischen Gesellschaft gehört zu den effektivsten Verteidigern. Also die haben wohl dann einen erhöhten die haben ja einen höheren Rüstungswert, definitiv. Und die Kavalleristen sind gut im Nahkampf und zudem gut geschützt. Die haben natürlich auch ein großes Schild. Das ist mehr so der Mittelwert, würde ich behaupten, zwischen den beiden. Oder natürlich die... Ich möchte es gar nicht versuchen auszusprechen. Diese schwere Kavallerie schlägt sich auch im Nahkampf hervorragend. Sie kostet aber auch... Ja, genauso viel wie diese welche. Ich möchte natürlich nicht zu viel Kavallerie mit reinbasteln. Für ein Leben voll Ruhm. Aber Kavallerie ist trotz alledem eine wichtige Einheit. Bis jetzt ja auch schon stark vernachlässigt von mir. 4 Fernkampfeinheiten finde ich okay. Ich spiele relativ ungern mit den Fernkampfeinheiten, zumindest noch. Ich warte eigentlich eher auf die Bogenschützen. Und ganz geil, endlich habe ich das auch verstanden. Ich habe es nämlich bei meinem Ägypten-Spiel rausgefunden. Wir schicken den jetzt erstmal in Gruppe. Jetzt muss ich schauen, wer ist das? Lucius Julius Libo. Na, den Name, den kenne ich. Und das war falsch, da wollte ich hin. Da, Libo, hier ist er. Im Endeffekt müsste ich schauen, wo er jetzt genau ist. Wo ist denn dieser Typ? Mit der rechten Maustaste. Ich kann nur zuklappen. Es ist ein General. Das soweit ist schon mal klar. Das ist doch gerade nicht so einfach. Das ist... Nein. Müsste sicher sein. Hier General. Ist er nicht. Bereit zum Kampf. Da ist er. Und der Haushalt ist änderbar. Jetzt haben wir zum Beispiel Moral für alle Einheiten. Okay, hätte ich auch vorher mal schauen können. Handelseinkommen, Schutz vor Agentenaktionen. Das interessiert mich jetzt alles gerade gar nicht so. Ich möchte mal schauen. Autorität. Und ne, ich werde gerade noch nicht angegriffen. Daher ist es schön egal. Erfahrung für Infanterie. Oh, das ist natürlich auch geil. Denn eine erfahrene Armee. Öffentliche Ordnung durch Militärpräsenz. Das ist schon mal was. Muss ich mir vormerken. Denn man kann es im Endeffekt ja so auch anpassen, wie es sich gerade... Ja, den Henker habe ich zweimal. Mehr oder minder. Henker und Henker. Aber zur gemonischen Treppe, du ehrloser Hund, bringt auch die Kinder und seine Haustiere. Oh ja, das klingt sehr interessant. Ich nehme jetzt einfach mal den hier. Jetzt bekomme ich nämlich nochmal eine öffentliche Ordnung zusätzlich. Können wir natürlich auch mal schauen, ihr Hunger nach einer Schlacht. Was der hungrige Schlachter... Oh, alles so viel, das ist ja Wahnsinn. Was hat er momentan? Moral auf alle Einheiten, das brauche ich ja im Endeffekt nicht, wenn sie nicht kämpfen. Eine List, öffentliche lokale Provinzen. Dadurch sich ja irgendwo immer wieder... 5% Moral der Kavallerie bei der Rekrutierung. Okay, hoffentlich funktioniert das jetzt noch, weil ich es jetzt erst reingehauen habe. Ich könnte ja im Endeffekt sagen, möchte ich nicht. Haha, und jetzt da ist doch. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so. Rom braucht gute Kämpfer. Ach, ich kann ja sogar hier. Okay, wow. Okay, das war's soweit, hoffe ich. Hier ist auch nichts mehr offen.
Ja, denen geht's halt immer noch nicht so super duper. Wir arbeiten aber dran. Jetzt bin ich aber auch gerade mal interessiert. Es scheint ja, achso, ich bin schon drauf, kein großes Einkommen zu erwirtschaften. Ich schau mal. Es ist zu vernachlässigen, definitiv. Und ja, dann mache ich das doch glatt. Umso zufriedener, also umso schneller werden sie zufriedener. Ist natürlich klasse, denn ich will meine Armee auch irgendwann mal hier raus haben. Da es auch nur eine Provinz ist, ist das cool. Ist natürlich doof, dass ich jetzt erst wieder drauf gekommen bin und ja. Ja, okay. Ich muss mich entschuldigen, dass das jetzt alles wieder so lange gedauert hat. Ich habe schon wieder viel zu viel erzählt und viel zu wenig gemacht. Ich hoffe, ich werde das in der nächsten Folge bessern. Und eigentlich bin ich auch wieder... gleich den hier unten den Krieg. Die sind eigentlich voll am Arsch. Ich will... wenn ich diesen Bonus hier zusammen habe. Ich könnte ihn zwar immer wieder als Verbündeten mir anheizen. Aber eigentlich für was? Für was? Wie sieht denn seine Bündnislage aus? Vielleicht kann ich ja sogar, dadurch ich ihn dem Krieg erkläre, er hat zumindest keine Verbündeten, wie es scheint. Und auch kein, mit keinem Krieg. Zumindest keine Vasallen oder sonst was, was ich sehen könnte. Ich denke, vielleicht werde ich ihn sogar komplett aus der Welt schaffen. Weil ich sonst zu viel Leerlauf habe und die Truppe hier oben nichts macht. Zumal ich auch darüber nachdenken könnte, ein drittes Militär zu bauen. Also eine dritte Einheit. Okay, jetzt will ich aber nicht länger hier Zeit vergeuden und sag ich, oder beziehungsweise freue ich mich, wenn ihr bei der nächsten Runde wieder mit dabei seid. Ja, euer Blutvogt. Bis dann, bye bye.